Hallo liebe Leute, heute sind wir jetzt hier nochmal mit dem Treffler Präzisionsgrubber unterwegs. Tut mir leid, dass es ein bisschen huckelt, aber wir machen hier 45 Grad Bearbeitung. Das ist meistens nicht so hübsch. Ob es genau 45 sind, weiß ich nicht mal. Ich habe jetzt hier einfach diagonal einfach die Enden mal miteinander verbunden. Ich wollte das aber mal zeigen. Hier ist das, hier war die Gerste, die in Unkraut untergegangen ist. Die habe ich jetzt, also die macht er hier relativ gut weg. Und da hinten habe ich jetzt eine Tritikale. Die hat okay geschafft, würde ich mal sagen. Relativ okay geschafft. Und da habe ich einen relativ hohen Stoppel gemäht, damit ich das ganze Grünkram nicht durch den Mähdrescher jagen muss. Und da wollte ich euch mal zeigen, dass er den Stoppel auch ganz gut macht. Das ist hier ein Stück. Wie gesagt, hier vorne hatte ich die Sommergerste, die mal sowas von überhaupt nichts geworden ist, weil die ne, durch Kälte und so. Wie gesagt, erst spät reingekommen, dann nochmal abgefroren. Und dann ist das Unkraut halt schneller gewesen. Das ist halt doof gelaufen in diesem Frühjahr. Das ist auch relativ kalt, der Standort hier. Wenn es friert, dann friert es hier. Ich wundere, die meisten haben sich auch extra spät gedreht, weil die kennen das ja auch schon. Und hier ist halt gehäckseltes Stroh mit also tritikale Stroh. Und wie gesagt, er macht das relativ eben und lässt trotzdem das Unkraut noch oben, sofern vorhanden, da. Hier ist es noch nicht so viel dolle grün, da hinten haben wir noch mehr. Aber ich finde die Arbeit, die er macht, wie gesagt, ich arbeite immer noch auf 3 cm Tiefe, finde ich schon recht super, muss ich ehrlich sagen. Ob sich das Geld gelohnt hat, weil der kostet ja immer noch einiges mehr als alle anderen, dann werden wir dann irgendwann mal sehen, wenn wir hier wenn wir denn hier den zweiten Strich machen, wie das denn so ist, mit dem, auch mit dem Ausfallgetreide, Auslauf und so, werden wir dann gleich sehen. Ein paar Drohnenbilder gibt es im Anhang auch noch. Meine Tochter ist da gerade am Filmen und macht mit der Drohne noch ein paar Fotos, wie das hier so funktioniert. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Ein Like wäre mir lieb, vielleicht auch ein Abo. Weil die meisten Leute gucken meine Filme ohne Abo, das ist echt schade. Folgt mir auf Insta oder auf Facebook, da bin ich auch vertreten, wenn einer eine Frage hat oder so, vielleicht auch über Facebook anschreiben. Danke!